Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Regnum News Video. Jo, das Jubiläumsevent ist gestartet und jo, wir haben genau hier Jubiläum 2023. Wir haben jetzt 16 Jahre, genau. Letztes Jahr war ja das 15 Jahre. War richtig, ja, cool eigentlich. Der Helm ist, glaube ich, von 15, oder? Schauen wir gleich mal kurz, wo haben wir den Helm? Da oben. Ja, 15-Jährigen. Das haben wir damals noch gemacht, genau, im Livestream. Und jetzt haben wir eine neue Quest. Ich weiß nicht, ob es die gleiche ist wie letztes Jahr oder eine neue. Und da bekommen wir ja ein bisschen Warmaster Coins, 100. Und wir müssen nach. Ah, das ist wegen dem Elend-Ding, genau. Elend-Material. Genau. Wir müssen hier vorne hinschauen. Ah, wieso sind die Quests immer so unkenntlich, welche ist? Hier vorne. Ich dachte schon, ich müsste eher hier hin. Aber weil ich da die Quest irgendwie die ganze Zeit habe und sie nicht weggeht. Okay, wir müssen hier Ding. Und die Belohnung ist Golden Edelsteine Glückskiste. Nein, das ist auch nicht die Quest. Ich frage mich gerade, wo die Quest ist. Es steht ja, wir müssen hier nach Monsagna gehen. So, nochmals. Zum Stadtausrufer. Ja, also. Jetzt habe ich die maximalen Quests. Ist das ein bisschen verbuggt? Weil ich habe die Quest nicht. Ich wurde natürlich nicht informiert. Ich bin nicht so ein, ja, extremer Community Manager in der Regnung. Gibt es die Quest gar nicht? Oder ist das Spiel wieder mal ein bisschen verbuggt? Weil ich kenne nur den von den Events. Das ist eigentlich immer der. Oder ist ein Birka? Aber eben, ich bin genauso unvorbereitet wie ihr. Oder ja, die Profis sagen so: Ist es das Tor so dunkel? Ist es ein Grafikfehler? Ja. Habe immer noch Grafikfehler. Deshalb liebe ich Regnum auch schon so sehr. Gibt immer wieder Grafikfehler bei neuen Grafikkarten oder Windows 11 und so. Weiß es eigentlich, was ich genau machen müsste noch. Also ja, Ambient Occlusion habe ich ja immer aus, weil es nicht gut aussieht. Und vielleicht ist es. Nö, passiert nichts. Okay. Irgendwas. Okay. Mal spielen halt so, müssen mit Grafikfehlern. Mit ein bisschen Schattenbugs und so Sachen. Ist halt wahrscheinlich eben Nvidia. Die machen halt immer nur Scheiße. Machen schon gute Grafikkarten, sind aber halt extremst überteuert und halt einfach diese Grafikfehler, die bei älteren Spielen dann immer auftreten und so Sachen. Ja. Also eventuell müssen wir nach Birka gehen. Sonst weiß ich ja nicht, was ich da machen muss. Also, Dankeschön, Regnum-Team, Entwickler-Team, dass ihr da so viele Helfen gebt. Und ja, freue mich natürlich riesig. Ich habe übrigens heute Geburtstag, habe ich noch nicht gesagt. Ja, ich wurde 36. Oh, ich bin alt. Ich bin ein alter, gebrechlicher Mann. Jo, in letzter Zeit hatte ich ja nicht so viel Interesse, Regnum zu spielen. Eigentlich aus dem Grund, Grafikfehler. Dann einfach auch immer Disconnects oder Crashes. Ich habe sogar den Banditenschlüssel noch. Vom scheinbar Kill noch.
Ich weiß nicht, der Stadtausrufer ist eigentlich immer in Monsognier. Und ja, die Reichsaufgabe habe ich auch nicht wegen dem Crash. Das habe ich eigentlich gefixt. Also, ja. Was ist das? Also scheinbar stehe ich auf dem Schlauch. Deftig. Ah, gut, Kameraproblem. So. Ja. Ich denke, bei vielen läuft es gut, die einen alten PC haben, aber scheinbar bei mir sieht BK richtig schön aus. Ja, komm, wir machen noch ein Bild. Oh, ist das Gras im Weg. So. Wunderbar, ich freue mich. Also, ich weiß nicht, wo dieses Event ist. Es steht beim Stadtausrufer. Und der Stadtausrufer, der ist eigentlich in Monsognier. Er ist immer in der Hauptstadt des Landes, des Reiches. Ja. Also scheinbar ist der Stadtausrufer nicht gewilligt. Oh, ja, ich habe ja gerade den Balken runtergedreht. Könnte schon. Oh, ich bin ja jetzt nicht sicher, ob das irgendwie einfach nicht geht, dass der Balken nach runter geht, die zweite Quest. Ich müsste sonst eine Quest noch Ding. Wie müssen noch mal da. Ja. Ein wirklich gutes Videografikfehler. Man weiß nicht, was man machen muss. Also ich tue mal, ja, die Quest mache ich nicht weg. Ich mache mal die Warmaster Quest weg, damit ich eine Quest frei habe. Und ja, ich müsste eine zweite. Ist das Söldner-Event noch da? Ja, das geht ja sowieso nicht. Weg da mit. Weil es gibt nie jemanden, der das Söldner besiegt in Alsius. Nie. Söldner-König. Also, es müssen über 50 oder 100 Spieler sein. Es geht einfach nicht. Hast du alle Quests beim Weil ich habe es ja nicht gemacht. Und jetzt muss ich leider wieder dorthin gehen. Oh, ja, man merkt es, ich bin wirklich überhaupt nicht wach. Ich sehe schon schwarze Bäume. Nein, jo. Wenn man wenigstens vorbereiten könnte, wenn man die Quests einmal machen könnte und dann wiederholen könnte für ein Video oder so. Aber scheinbar, jo. Darf man nicht mal irgendwas anklicken, sonst ist die Quest für immer verloren. Nein, nein, nicht, aber man müsste sie dann einfach abbrechen und so weiter. Oder man bekommt gewisse Informationen dann nicht. Ich weiß es nicht so genau, weil ich das eigentlich sonst nicht mache. Und ja, wenigstens die alten Quests, die nicht im Event sind, also der Söldner, weiß ich nicht, ob der noch da ist im Mai. Also ja, seit Anfangs Mai war er, glaube ich, noch da. Ah, die Quest ist wieder hier. Aber seht ihr, das ist eine andere Quest. Nein, das ist. Wir müssen. Das ist die Quest. Oh, ich habe sie gar nicht erkannt. Okay. So.
Okay, dann ist klar, wenn man halt das auch nicht gerade beschildert und oben links so ein bisschen unscharfes Schrift hat und so von der Quest, dann ist das natürlich sehr schwer. Okay, jetzt bin ich im Bunde. Gut, dann. Also, ich dachte, das wäre eine andere Quest, aber wieso bekommt man einfach eine goldene Lootbox? Das hat mich so verwirrt. Ich dachte, das wäre noch einfach so eine Quest, die es einfach gibt. Wow, es gibt Quests. Ja, ich mache ein bisschen Rechnung fertig momentan. Ich bin gerade wirklich ein bisschen sehr enttäuscht über die Entwicklung. Sie haben versprochen, sie machen 2023 viel mehr. Sie haben eigentlich gar noch nichts gemacht, also zwei Events. Es ist. Ja, ich möchte einfach, dass irgendjemand oder so einfach ein anderes MMORPG macht. Ja, ich verspreche mich sogar bei diesem schlimmen Wortkombinationssatz, Wort. Und, jo, eben bei mir sieht Rechnung richtig schön aus. Das könnten Sie auch endlich mal fixen. Sie wissen, wen Sie ansprechen müssen. Die Entwickler müssen nur zu Nvidia gehen und sagen, what the fuck, wenn entwickelt ihr euch? Wenn ihr Experiments macht, dann macht es so, dass es nicht irgendwie angepasst ist. Aber ich verwende es ja sowieso nicht, das kann ja gar nichts mehr anpassen. Weil wo ich ja das angepasst habe, ist der Rechner die ganze Zeit abgestürzt. Also habe ich das nicht. Also ich habe Windows 11 nochmals neu aufgesetzt, habe alles wieder verloren. Und jo, musste einfach Grafikkartentreiber ständig immer wieder installieren und so, bis endlich Rechnung richtig funktioniert hat. Also nicht ab, also nicht schlecht lief. Und jetzt habe ich Grafikfehler. Okay, es läuft auch schlecht, aber pff, jo. Nee, also Entwickler, da können die. Oh, der Busch sieht cool aus. Da können die mehr machen. Ich. Kurz ins Hauptmenü nur. Ja, aber nicht so lange. Mensch. Wieso wird alles fürs PvP so nervig gemacht? Ja, es ist schon klar, damit Leute sich nicht einfach Rage quitten, ausloggen, aber man könnte ja das so machen, wenn man in einem Kampf ist und jemand weggeht, verliert er irgendwelche Sachen. Zum Beispiel Warmaster Coins und vielleicht wird er einfach so schwächer oder. Aber nein, wenn man von einer Klippe stürzt oder wenn man von einem Monster erschlagen wird, wird man schwächer. Und ja, das ist jetzt nicht. Also, jetzt ist er in der Party. So. Gut. Ja, die Steuerung ist natürlich auch wieder zurückgesetzt. Ich möchte mit R die Map öffnen. Ich brauche das. Edelzick ist wieder offline. Ja, die hat manchmal nur ein bisschen wenig Zeit. Dann kommt sie manchmal online. Tut irgendwie mal schauen, ob irgendwas los ist. Dann geht sie wieder. Und abends ist sie einfach ein bisschen zu früh immer online. Ja, für einen Livestream wie ich oder so wäre es einfach besser, wenn so. Ja. Die Leute ein bisschen später auch noch da sein können oder so, aber ich kann es völlig verstehen, wenn die Leute halt auch viel in der Familie, Arbeit und so haben und nicht unbedingt so viel spielen können. Finde ich völlig auch okay. Ich zwinge niemanden irgendwie zu spielen. Aber jo, es ist halt ein bisschen schade, dass der ganze Clan dann irgendwie um 9 Uhr schon weg ist. Okay. Es crasht immer noch. Wegen OBS. OBS, du bist das beste Programm. Jo. Beste Programm über. Ja, mein Problem ist Crash. Num. So. Ja. Was soll ich gut schreiben? Ja. Unexpected Error. Ich weiß nicht, was ein unexpected Error ist, also was genau.
Oh, ich habe auch keine Rüstung an. Ich habe nur die Klamotten an, scheinbar. Und die habe ich ja nicht mal aktiv. Also die Rüstung habe ich gar nicht aktiv, nur der Helm. Jo. Finde ich ja toll. Schlimm. Also, Dankeschön, jetzt sind wir wieder da. Ja, ihr seht, wieso ich nicht livestreame, Regnum. Es crasht immer noch, scheinbar. Also, das ist jetzt der erste Crash, seitdem ich da ja glaub, vom Banditen Lord da einen Crash hatte. Jo, also müssen wir eigentlich Spieler töten. Ich weiß noch nicht, wo wir hin sollen. Einfach mal Akkus. Da ist der Bunny Baby. Ja. Spieler sind halt auch nicht so aktiv am Mittag. Ist vor allem für die, die in Amerika wohnen, also Argentinien, Brasilien, Mexiko und so, hat es nicht diese Zeit, da schlafen die. Sind, glaube ich, so 7, 8 Stunden hinten hinterher. Und ja, sonst müssen wir das am Abend im Livestream machen, aber wieso, Regnum-Entwickler, macht ihr so dumme Quests? Tötet 10 Syrten. Oder 10, warte kurz da. Aber 10 Spieler. Hä? Nein, ich muss Ignis. Ich muss die Ignis töten und der muss die Syrten töten. Okay, komisch. Aber immerhin sieht es wieder cool aus. Ja, mein größter Fan scheinbar. Also vor allem einer der motivierendsten Rechnungsspiele, die ich je gesehen habe. Kann ich hier eigentlich auch wiehern? Wo ist es da? Ja. Sehr gut. Das Pferd ist also auch. Das ist gut. Also ich muss Igen töten. Ich habe ja keine Chance gegen einzelne Spieler, sind meistens Veteranen, Profis, top ausgerüstet und so. Ja, wenn wenigstens jemand käme, der, ja, sind unterschiedliche. Aha, das ist warm. Das ist die falsche Quest. Ja, ich weiß es nicht. Schade, dass wir nicht einfach zum Boot gehen können, irgendwas schreiben können. Wir müssen also 10 Spiele. Das kann ja jeder machen. Ich denke, also wenn niemand kommt, mache ich abends nach 18 Uhr ist im verlieren, aber irgendwie verliere ich gerne in Rechnung, weil es einfach so ist. Es sind viele andere Spiele. Es sind mehr andere Spiele sogar in anderen Reichen. Und trotzdem sterbe ich eigentlich fast nie. Entweder habe ich sehr viel Glück oder ja, ich mache es einfach richtig, taktisch auch und so. Also ich helfe den anderen, sie zu killen. Alleine kann ich ja nicht so die Spiele killen, weil ich einfach Ritter bin und trotzdem auch schwaches Equip habe und so. Ich kann aber überleben, nur dauert's dann hat die Gegner auch und irgendwie kommt jedes dann auch durch, oder fast jeder. Und Slow ist halt auch sehr stark und langsam und es wird sowieso auch immer gestummt, also dass man Silence hat oder wie sagt man so schön? Ich kenne das Wort nicht. Ja, dass man verwirrt, also dass man
Ja, ich weiß jetzt nicht, wie es auf Deutsch heißt. Schon lange nicht mehr Regnum gespielt. Ja. Wann war der Livestream? Vor 2 Wochen. Da habe ich recht lange gespielt, aber ich hatte ja davor noch den Festplattencrash. Oh, ich muss unbedingt mehr Content bringen. Ja. Genau. So, also eben, es muss gestummt heißen und nicht irgendwie verwirrt oder in eine. Weiß ja nicht, wie es heißt. Ach. Mir liegt's auf der Zunge. Jo. So, ich bin nun wieder mit dem Pferd ein bisschen unterwegs. Das gab es ja im April für irgendwie viel, weiß ich nicht genau, 7500 Champ, also Regnum Points. Und die Brille ist ja jetzt irgendwie doppelt so teuer und ich habe nie mehr jemanden gesehen. Ich habe immer Screenshots gesehen, dass die Leute sie gekauft haben im Discord-Forum. Also in-game habe ich noch nie eine Brille gesehen. Noch keiner hat diese Brille wirklich getragen. Ja. Ist ein bisschen langsam. Ist ein bisschen vorsichtiger. Natürlich mit seinem Level. Ja, es ist eben niemand da. Ja. Ich weiß ja nicht. Ja, hier ist ja auch niemand. Es sind wirklich keine Eisen aktiv. Aber die Dinge habe ich wieder gesehen. Blonde da. Wer ist sie? Oh. Geht's? Okay, nur ein bisschen Schaden bekommen. Jo. Einfach weglaufen. Oder wegrenzen. So, ja, die Zombies kommen wahrscheinlich hier. Ja, stimmt. Ja, da merkt man, ich habe jetzt doch ein bisschen zu wenig Regnung gespielt. Irgendwie, ja. Also das mit den Spielern und so. Ich glaube, Helle Blonde hieß sie genau. Vom Namen her habe ich es nicht ganz immer so im Kopf, wie wer was heißt und wer es ist. Aber eben Helle Blonde ist, glaube ich, so. Ich kann mich irren. Ich kann mich aber auch. Ja, ich habe es noch nie gehört, dass wirklich sie so ist im Discord-Forum. Und ja, ich könnte auch richtig haben. Und ja, das liegt vor allem daran, dass die Spieler in jedem Ding, ja, in jeder App anders heißen. Ich kann dann auch nicht wissen, wer bei Discord wie heißt, oder? Obwohl ich ihn in-game immer wieder sehe oder so. Oder, also. Zum Beispiel Minecraft-Spiele auch, die heißen auch immer anders. Oder einfach YouTube und Twitch heißen sie auch immer anders. Da kann man natürlich nicht wissen, wer was und wie ist und alles Mögliche. Also ich dachte, hier wäre vielleicht etwas los, aber ja, dann müssen wir es noch zweimal gehen. Ich schaue mich jetzt ein bisschen besser um, damit ich nicht irgendwie vom Pferd gerissen werde. Finde ich nicht so toll. Ja. Es ist echt schade. Man will halt auch so ein Ankündigungsvideo machen, aber man kann einfach nichts machen, weil einfach die Spiele fehlen. Ja, man kann die Quest einfach nicht fertig machen. Und ja, ein so langes Video will ich ja nicht machen. Wir gehen jetzt noch. Oh, wir haben schon so lange Video. Regnum zieht sich schon recht. Also ja, ich mag es zwar, dass das Spieltempo nicht so hastig ist, aber man verliert schon mega viel Zeit. Und für die Zuschauer ist es wahrscheinlich auch nicht so interessant. Also ihr wollt mir einfach zuhören. Ja, es ist. Müsst ihr mal sagen. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr es so findet, wenn ich irgendein Video mache oder Livestreams. Oder findet ihr das Game halt wirklich gar nicht so interessant? Und jo. Ja, es ist wirklich niemand hier. Weißt du, wenn es wenigstens einen Gegner gäbe, der uns jagen würde oder so. Aber es ist wirklich, ja, um 12:35 Uhr noch nichts los. Noch gar nichts. Oder? Also, pff. Also ein Spiel, so ein MMORPG lebt auch damit, ja, dass die Spiele ein bisschen außergewöhnlich irgendwie ein bisschen spielen.
Ich spiele auch manchmal um 4 Uhr morgens, wenn ich nicht schlafen kann. Aber ihr seht, ja, ich droppe ja nichts. Der Greifenhammer vor von einer Kiste. Ist für Baba Level 51. Weiß nicht, ob ich das bin. Ja. Nein, kann ja auch gut sein. Ja, aber Diamanten kann man wenigstens sammeln. Nicht so wie in Minecraft. Na, da finde ich einfach immer sehr, sehr viele. Viel zu viele. Jo, und jo, dann gibt es vielleicht eben noch ein Video, wenn im Livestream, wo ich die Quest wirklich mache. Und ansonsten, ja, beende ich mal das Video. Ja, also es ist nichts los. Ich will nicht sterben. Okay, sie sind nur ganz wenig bewacht. Also, ja, das Tor ist sozusagen nicht abgegradet. Machen auch nicht, aber. Ja, okay, dann machen wir es noch kurz. Aber nur weil es du bist, Blue. Oder Ding, Falkenara, genau. Komm? Ja, Wache. Jetzt habe ich Ex. Komm nicht. Weil sie einfach nicht so weit gehen, wenn mehrere Spiele da sind. Es wird sofort jemand kommen, weil die haben jetzt die Ankündigung natürlich, dass man da Ding hat. Ja, zu wenig Schaden. Ja. Ich weiß ja nicht. Ich würde sowas von Low Life sein. Dann. Ja. Vielleicht muss er eher. Ja, weniger machen. Boah, wie lange das geht. Weißt du, wenn du nicht so drin hast, auch nicht so Motivation hast, du fühlst dich einfach irgendwie vom Spiel so ein bisschen, ja, getrollt, oder? Also. Ich meine, ich habe so viel gelevelt, also einfach nicht gelevelt, gefarmt. Es ist ja Drop Boost Event und trotzdem droppt nichts. Die Gegner droppen einfach gar nichts. Und deshalb, ja. So, ich muss leider weg. Sonst überlebe ich das nicht. Und du, bitte nicht sterben, gell? Mich. Ich kann nicht ausruhen, weil ich die Taste nicht habe. Was ist die Ausruhtaste? Okay, die R-Taste ist also die Ausruhtaste. Okay. Habe ich da irgendwie den Chat ausgemacht? Ja. Ich muss ihm kurz helfen. Es geht immer so lange. Ja, okay. So, ja, die Steuerung, wenn man ein Spiel neu, wenn man das Spiel neu installiert, die Steuerung ist schlecht eingestellt. Also man möchte so gar nie steuern. Das könnten auch mal die Fans oder so mal
Schreiben, dem Haze oder so, dass einfach die Steuerung, wie sie so ist, wenn man das Spiel neu installiert und so, ohne umzustellen, einfach ein bisschen besser ist. Also ich wenig habe mit der R-Taste auswählen, das ist irgendwie so ein bisschen kompliziert. Es macht fast ein bisschen weh, den Zeigefinger noch ein bisschen nach oben zu machen. Also entweder die F-Taste oder wie bei mir die Stück-Taste. Ja, misst du dich jetzt nicht aus? Oder? Ich kann jetzt nicht immer die ganze Zeit hängen. Er probiert es jetzt einfach. Es ist wirklich kein Igel, der kommt. Professionelles Gameplay. Und ich muss heute so viele Videos auch noch drehen. Ja, das, ich weiß nicht, wie lange der Livestream geht, aber wird wahrscheinlich nicht so lange gehen. Weil ich natürlich da Last Epoch Season 1 ja, Let's Play und Livestream, also muss. Also Champions of Regnum wird wahrscheinlich nicht so lange gehen heute. Ich werde aber schauen, dass ich morgen dafür ein bisschen mehr bringe, ein bisschen länger. Am Wochenende kann ich auch früher, aber ich werde halt immer so ein bisschen gezwungen mitzukochen und damit aufzuräumen, beim Abendessen. Ist auch nicht doof wegen. Es ist nicht so, ja, wohnen. Aber ich habe ja eben diese Nervenkrankheit und das muss ich einfach momentan in einer Wege leben. Ich bekomme null Unterstützung für die Krankheit aus, obwohl sie zu den Top 5 schwersten Krankheiten der Welt zählt für Menschen. Die MECFS-Krankheit, Nervenermüdungssyndrom. Und da hast du manchmal das Gefühl, wenn du dich ausruhst, bist du komplett müde oder auch sehr ausgeruht. Und wenn du arbeitest, bist du auch sehr müde und, oder ausgeruht. Also es ist immer so random. Oder du wirst eigentlich gar nicht so müde, wenn du hart arbeitest oder sehr viel Bewegung hast. Und ja, das wird nicht. Ich weiß nicht, was er will. Er freut sich halt riesig, auch wenn es sinnlos ist. Ja, deshalb wollte ich es jetzt eigentlich ja nicht versuchen. Also ich wusste es. Nicht direkt, dass sie so schnell wieder spawnen, aber das ist jetzt wieder der andere. Ah, danke schön. Sehr nett. Cheater! Das sind immer Cheater! Das ist eine Frechheit. Nein! Dann sterbe ich noch. Nein, da ist ein Spieler! Es gibt noch diese Igen. Es gibt noch die Irgen. Haben mich noch getroffen? Nein. Ich finde das so süß, dass sie mich angreifen müssen. Unbedingt die Spieler, andere Spieler töten müssen und so Sachen. Wieso ist der jetzt gerade gekommen? Was ist das überhaupt für ein Spieler? Was setzt der eigentlich ein? Okay. Da habe ich natürlich auch eine gute Chance, wenn das dann ja nicht gerade gut equipte, aber einfach. Töte mich doch jetzt. Ja, endlich. Was hat er eigentlich für Skills? Der ätherische Pfeil, ja, Krähenfußpfeil vor, ja. Ablenkungsschuss, Finte. Ja, so ein typischer, ja, ich mache nur Stunts und komische Angriffe. Also der Blitzpfeil kann ich auch noch verstehen. Wie heißt er da? Ja, geladene Pfeile oder so etwas. War der irgendwie? Oder ist es nur optisch gewesen, so ein Blitzding? Ah, das ist wahrscheinlich der Ablenkungsschuss gewesen. Ich weiß es nicht, ich spiele halt keinen Schütze. Ja, okay. Mr. Diego. Und da ist dunkelblond, ja, nicht hellblond, sondern dunkelblond. Jetzt weiß ich es wieder. Aber die sehe ich halt ständig und da kann man sich auch nicht immer genau daran erinnern, wenn man immer ständig den Namen sieht. Oh. Meine Güte.
Ja, das war wieder ein Video. Echt hardcore. Also, ja, so News und andere, also Let's Play-Video machen, das ist ein anstrengender Job, das wissen die meisten nicht. Ja, wahrscheinlich wegen meiner Krankheit. Aber gut, ich schiebe immer alles auf die Krankheit. Nein, eben nicht. Aber, also jetzt. So, gut. Ich gehe jetzt einfach ein bisschen raus und bin ich hoffentlich genug fit für heute Abend im Livestream. Eben gestern war ich viel zu müde. Ich wollte zwar, ich habe es ja auch auf in der Kanalpage, also wenn ihr auf den Namen von mir klickt, geschrieben, aber ja, es war schon heftig beim Kochen. So lange musste ich kochen, so 2,5 Stunden. Nur für so schweizerdeutsche Produkte, die eigentlich kein Schweizer essen möchte. Weil sie einfach viel zu lange dauern und gar nicht so fein sind für die Arbeit. Die benötigen so Kartoffelraspeln oder so Rösti. Ja, Rösti ist eigentlich schnell gebraten oder so, aber der Käse ist nicht geschmolzen, der Raclette-Käse. Der Schinken ist nicht. Ja, angebraten und so. Es ging viel zu lange. So noch. Ist nicht gut gewesen. Es war eine Mischung zwischen Toast Hawaii und einfach Rösti. Rösti sind einfach geraspelte Kartoffeln. Und ja, war schrecklich. Auch vom Geschmack her. Ich war völlig, also von dieser Nervenkrankheit, da kann man jetzt zum Beispiel nicht so gut Geschmäcker schmecken. Also zu gut oder zu abgelenkt. Also zum Beispiel Zwiebeln lenken dann die ganze Zeit ab, wenn man die eigentlich roh isst oder ja, in einer Salatsauce oder so drin hat. Und genau die Ding auch, die Knoblauchzehen und so, wenn die irgendwo drin sind, ich schmecke das die ganze Zeit. Also recht lange. Auch wenn ich Zähne putze oder wenn ich Schlaf oder so, es ist echt mühsam. Es ist eine sehr mühsame Krankheit. Und ja, leider eben gestern ging es einfach nicht. Ich hatte keine von lauter Schmerzen und einfach Nervenablenkungen, also wenn sie auch nicht schmerzen, die Nerven, aber einfach ablenken, zucken oder so, dann einfach ist es ein bisschen zu mühsam. Und das merkt ihr vielleicht manchmal auch, dass ich nicht so da bin, also ein bisschen abgelenkt wirke. Und das ist halt so in einem solchen Spiel halt ein bisschen schwer. Vor allem, wenn man dann auch noch Hater hat, die jedem irgendwas denken, oh, du hast mich nicht geheilt, oh, du bist nicht mit mir hingekommen. Es wird halt immer die ganze Zeit ein bisschen gestört. Und deshalb ist die Motivation auch nicht immer so gut. Die Leute sind auch ein bisschen sarkastisch oder ja, ein bisschen narzisstisch. Aber ich liebe das Spiel. Ich bin ja damals einer der aktivsten Spieler gewesen und ja, eigentlich ziemlich auch einer der besten. Ich war halt Barbar und die waren nicht so beliebt damals, weil sie auch zu OP waren. Und trotzdem eben, ja, hatte ich schon eine gute Zeit. Und seit Champions of Regnum, das war 2011, war ich ja dann wieder inaktiv. Auch weil ich ja damals begonnen habe mit den Let's Plays. Und ich wollte oder konnte einfach Regnum nicht Let's Playen mit Fraps. Und erst mit OBS konnte ich gut Dinge. Fraps hat irgendwie den Hintergrund aufgenommen oder so. Genau, weiß es nicht mehr. Aber ich rede jetzt wieder zu viel. Ich kann gerne heute Abend im Livestream noch reden. Wir machen die Quests in einem Video. Das Video kommt noch. Also das ist jetzt nur, also nicht gerade das Ankündigung und News-Video, sondern eher ein Gameplay-Video. Aber ja, ich betitle es jetzt einfach mal so, dass ihr wisst, dass dieses Event da ist und die Quest kommt halt heute Abend, wenn die Spiele online sind. Und wenn nicht so ein einzelner Riege da ist und uns überrascht mit Low Life und so. Ja, ich habe jetzt eben gar nicht gekämpft und ja, nur kurz hingestanden. Also, jo. Ich schreibe ihn bei. So, tschüss, macht's gut und ja, viel Spaß in der Rechnung. Oder auch mit anderen Videospielen oder mit anderen Sachen. Tschüss.